Level X Crew, herzlich willkommen zu einem neuen Player Review. Freunde, heute haben wir Luis Figo für euch in seiner mittleren Version. Genau, EA hat eine SBC auf den Markt geschmissen und ich muss sagen, ich finde die etwas fragwürdig, denn Luis Figo kostet eigentlich, wenn man den so auf dem Transfermarkt kauft, eine Mio, knapp runter auf der Xbox. Die SBC dagegen liegt bei 925 auf der PlayStation und auf der Xbox bei 950. Okay, man kann ein paar Untrades reinpacken, man bekommt ein paar Packs zurück, aber das ist wirklich ein marginaler Unterschied. Nichtsdestotrotz interessieren wir uns für den Spieler. Und der hat bei einer Größe von 1,80 Mittel-Mittel-Arbeitsraten 4 Sterne. Eine absolute Legende. Und bei den Attributen, Pace sticht natürlich hervor. Die Schusswerte sind solide, aber aus meiner Sicht müssen die gepusht werden. Jo. Deswegen sind wir auch mit einem Hawk gegangen, weil die Passwerte sehen eigentlich super aus. Gegen die Dribblingwerte außer Balance habe ich eigentlich auch gar nichts einzuwenden. Ja, ich hätte hier auch verstanden, mit einem Engine zu gehen, aber wir wollen den gerne ein bisschen offensiver, torgefährlicher haben. Deswegen haben wir jetzt mal einen Hawk draufgepackt. Die Ausdauer von 84 ist solide, die Stärke 77 ist auch okay. Ja, haben wir auch nochmal durch den Hawk gepusht. Genau, also Eigenschaften? Flair, okay, wenigstens das. Ja, also knappe eine Mio, vielleicht etwas drunter. Ich bin gespannt. Bringt er die auf den Platz? Weil das ist eine Hausnummer. Ja, Figo, bewegen kann er sich. Ah, wir bleiben dran. Figo aus der Distanz. Oh, da muss er sich lang machen. Oh, jetzt. Das macht er natürlich souverän. Hier sah er sehr gut aus. Genau, gut, dass wir die Schussseite gepusht haben, weil ich glaube, das hätte mir sonst einfach nur Kopfschmerzen bereitet. Oh, okay. Schöner Pass, Insignia hat den natürlich dankbar angenommen. Genau, in der Weekend League wichtige Vorlage jetzt, weiter geht's. Oh, Figo, komm schon. Wie ist er daneben gegangen? Das darf nicht wahr sein. Ah, der Schuss sah mächtig aus. War zwar mit links mit dem schwachen Fuß, aber trotzdem. Boah. Na gut, da hat er sich jetzt aber krass durchgesetzt. Oh, jetzt aber. Oh, ja. Alter, was? Das war ein geiles Ding. Das hat er sich richtig erarbeitet. Mann. Das hat er sich echt erarbeitet. Oh, okay. Weiter geht's. Und schießen. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es ohne den Hawk ist, aber ich finde den wirklich sehr, sehr abschlussstark, was ich bei einer Ikone für 1 Million zwingend erforderlich finde. Auf jeden Fall. So, Sprint jetzt noch einmal mit Sprint durch. Und schwacher Fuß. Oh. Schönes Ding. Also wie gesagt, ich habe jetzt einen langsamen Eindruck zu ihm gewonnen und der ist positiv, das kann ich jetzt schon sagen. Ey, die Pässe sind richtig stark von ihm. Aber gut bewegt. Oh, schade, das war fast dran gewesen. Hat er wieder schön vorbereitet. Mir gefällt richtig gut, wie er spielt auf dem Platz. Ich hätte nicht gedacht, dass er so gut ist. Das ist eine Ikone, die es auch wert ist, Ikone genannt zu werden. Oh, schade. Ich glaube, das ist auch der letzte Schuss von ihm. Ein sehr, sehr solides Spiel wieder. Ey, ich glaube, wir können auch sagen, lass uns mal das alles zusammenfassen im Fazit. Luis Figo, Freunde, was soll man zu ihm sagen? Ein richtig stolzer Preis, aber der ist auf jeden Fall gerechtfertigt. So wie der Kerl sich bewegt und schießt und passt, ist das ja ein solider Spieler und das Geld wert. Ja, also wir hatten das jetzt auch noch nicht so oft. Ich wollte im Review, oder habe ich tatsächlich auch nicht gemacht, meinem Bruder den Controller abgegeben. Ich habe richtig viel Spaß mit Figo gehabt. Sein Spielstil gefällt mir richtig doll, passt sehr gut in mein Stil rein. Er ist vergleichbar mit einem Neymar sogar, würde ich sagen. Natürlich auch preislich. Neymar ist natürlich ein bisschen verrückter, aber die Balance von 79, die habe ich 0,0 gemerkt. Die Dribblingwerte insgesamt, die waren einfach spitze. Der Schuss, wenn er geschossen hat, war sehr, sehr gut. Die Passwerte, da muss man gar nicht sagen. Insgesamt finde ich,
ist dieser Spieler an sich tatsächlich diese Mio wert? Wäre natürlich schöner, wenn er noch ein bisschen droppt, dann habe ich weniger Bauchschmerzen, den auch wirklich zu verpflichten. Aber kommen wir mal zu der SBC, die gerade läuft. Die empfehlen wir tatsächlich nicht, weil da müsstest du schon wirklich eine Menge Untrades auf einen haben. Ja, wenn du dir das irgendwie leisten kannst, die Untrades dafür aufbewahrt hast zum Beispiel, ne, dann ist das doch was, ne, wenn man die Hälfte sparen kann ungefähr. Aber man muss super. Dann bedenken, das ist auch nur eine mittlere Icon, ne? Es kommen bald die nächsten Schritte, weitere Karten. Ich hätte jetzt nicht so viele Coins in eine SBC gepackt und somit im Verein gebunden. Für die SBC keine Empfehlung, für den Spieler an sich eine Empfehlung. Auf jeden Fall. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Für alle, die noch kein Abo da gelassen haben, kommt in die Crew, lasst ein Abo da, würde uns richtig, richtig helfen. An alle anderen, die schon ein Abo da gelassen haben, wisst ihr, Dankeschön. Leute, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Review. Bis dann, ciao, ciao.